Aber so, das sieht doch gut aus. Hurra! Entschuldigung, das war laut. Hurra! Wir haben es geschafft. Wir können das Spiel spielen. Funktioniert alles. Ich habe auch noch alles im Blick. Ich habe mir jetzt auch meine Soundoptionen besser hier aufgerufen. Wir können die Lautstärke vom Spiel und so leichter anpassen. Ihr sagt mir Bescheid, wie es Lautstärke technisch ist. Und dann können wir eigentlich anfangen. Hi, Albert Wesker, wie geht's? Ja, es gibt viele, viele Horror-Franchise, weil ich es gerade lese, auch hier, na, wo war denn der Kommentar? Ich habe ihn aus den Augen verloren, jetzt finde ich ihn nicht mehr. Und der Name vom Spiel fällt mir nicht ein. Das mit der Kamera, das im Japanischen anders heißt. Project Zero. Project Zero wäre auch was. Würde mich alles interessieren. Also, na, ihr seht schon, Bonusspiele gibt es genug. Und wenn wir morgen mit Silent Hill anfangen, dann wird es auch den neuen Bonus-Counter für das Spiel nach, das Bonusspiel nach Silent Hill geben. Die Resident Evil-Spiele sind ja klar in der Reihenfolge, aber die Mittwochs-Bonusspiele, die werden wir uns, die sind geheim. Die sind Überraschungen. Genau, ich glaube auch, dass wir ein bisschen lauter wieder machen können. Nur diese, ne, Musik am Anfang war sehr laut. Okay, New Game. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-Virus outbreak that was instigated by the International Corporation. Das ist sogar zu leise ein bisschen, oder? Genau, Code Veronica X. Ah ja, warte, gut, dass du sagst, ich muss noch schnell das Spiel ändern, den Namen und so. Identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Ich habe früher mal gedacht, dass Alfred Ashford der Sohn von Wesker ist. Ich meine, zumindest optisch naheliegend, ne? Kann man schon mal glauben. Ja.
Wäre sogar eine coole Verknüpfung so ein bisschen. Also vielleicht nicht gleich der Sohn, aber ähnliche Experimente oder so, ne? Aber das ist ein ganz eigener Strang. Ist auch gut. Ist auch gut, dass die Ashford-Familie ein ganz eigener Strang bei Umbrella sind. Dass nicht alles immer so komplett verwurstet miteinander ist. Kater, solange die Cutscene ist, kannst du hier bleiben und ich streichel dich. Aber danach musst du gehen. Nicht auf die Tastatur. Nicht ans Mikrofon. Wenn ich mit einem, warum ist das schon wieder auf Englisch? Ich muss mal gucken, ob ich das auf Deutsch jetzt stellen kann. Wenn ich ein Feuerzeug hätte, könnte ich sehen, was draußen ist. Eine ganz normale Person, um Gottes Willen. Überall Katzenhaare, ey. Er ist so ein Mammut, so ein Wollmammut. Perfekt. Go on. Get out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Okay, let's go. Kennt ihr eigentlich den lustigen und zum Glück nie gepatchten Unendlichkeits-Cheat in Code Veronica? Ich schau mal, ob ich den nochmal hinkriege. Damit wir den hinkriegen, ist jetzt, glaube ich, jetzt lasst mich noch mal kurz überlegen. Ich glaube, dass wir nichts aufheben dürfen, auch nicht das Messer. Oder müssen wir das Messer nehmen? Oh, ich krieg den jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig zusammen. Ich nehme mal nix. Nee, ich glaube, das Messer, nee, ich bin mir nicht sicher. Ich nehme mal nix. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie er funktioniert. Gucken wir mal, ob wir ihn hinkriegen. Der ist gleich erledigt. Dauert nicht lang. Und dann gehen wir zurück und looten hier. Nichts verkommen lasse. Aber das will ich schnell testen, ob ich den noch zustande kriege. Ist auch schon wieder lange her, Code Veronica. Jetzt habe ich übrigens, weil ich hier jetzt über die Xbox spiele, die Bildschirme vertauscht, nur dass ihr euch nicht wundert. Früher war es immer so, wenn ich gerade ausschaue, gucke ich in den Chat und hier ist das Spiel. Jetzt ist hier der Chat und wenn ich gerade ausschaue, schaue ich aufs Spiel. Will auch Gatze streicheln. Gatzen streicheln ist schon sehr gut. Ist schon die beste Beschäftigung, die man so haben kann. Hi Granny, wie geht's? Bis der Katze geht. Leider ist der noch stationär bis Freitag mindestens jetzt beim Tierarzt, ne? Müssen wir mal gucken. Aber es sieht jetzt aktuell schon okay aus. Es wird schon wieder werden, hoffentlich. Aber war doch ein bisschen komplizierter, als man anfangs dachte. Hoffentlich haben wir es jetzt gefunden, den Übeltäter. Die Szene hier am Friedhof ist voll irreführend, ne? Die impliziert, dass der T-Virus Tote wieder erweckt, was aber eben eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Im Endeffekt sind hier höchstwahrscheinlich halt einfach relativ schnell, relativ zügig die ersten Infizierten begraben worden, bevor sie sich verwandelt haben, weil die verfallen ja in so einen Scheintodzustand. Dankeschön. Veronica ist sehr dunkel. Wir können mal gucken. Wir können es vielleicht auch ein bisschen heller machen. Wenn es in der Aufnahme zu dunkel aussieht. Oh, great. We're right there. I'm coming over.
Sorry about that little misunderstanding. But I thought you were another one of those monsters. Ja, man glaubt gar nicht, wie viel Resident Evil Teile es gibt, ne? Die ganzen Spin-offs mitgerechnet sind über 20. My name's Steve. Da die Handyspiele nicht mitgerechnet. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Hmm. Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. Once I find it, I can finally escape from this crazy island. Well, I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Okay, jetzt kriegen wir eine Handgun. Aber wir machen weiterhin nichts, damit der Glitch funktioniert. Wir machen weiterhin nichts. Jo, mach's gut, Gwen. Oder Gwenny. Gute Besserung auch von mir. Warum fehlt der deutsche Untertitel? Ich schaue es mir gleich in den Optionen an. Ich will jetzt nur nichts machen, damit wir den Glitch nicht kaputt machen. Danach schauen wir mal in die Optionen. Okay, jetzt passt auf. Wir haben grünes Kraut aufgehoben. Jetzt, damit der Glitch... Ich glaube, es klappt. Gucken wir mal. Wie ihr seht, ist das Menü jetzt relativ normal. Wir haben unser Tutorial-Buch, wir haben die Handgun, wir haben das grüne Kraut, sonst nichts. Unsere Waffe ist ausgerüstet, alles gut. Was wir jetzt machen ist, wir lesen das Tutorial-Buch, allerdings nicht aus dem Inventar, sondern aus den Files. Da ist es nämlich schon drin, obwohl es quasi eigentlich noch gar nicht drin sein sollte. Ne? Wir haben es ja noch nicht aktiviert. Jetzt machen wir es auf, lesen es durch, bla bla bla, müssen wir nicht wirklich lesen. Alles gut. Exit. Und jetzt seht ihr schon, auf einmal ist das grüne Kraut equipped. Wir haben nicht mehr unsere Handgun ausgerüstet, sondern wir haben unser grünes Kraut ausgerüstet, als wäre es eine Waffe. Und jetzt gehen wir zurück ins Spiel. Und ich schieße mit unserem grünen Kraut. Und nach einem Schuss ist unser grünes Kraut leer. Und was jetzt passiert ist, wir haben unser grünes Kraut kaputt gemacht. Wir haben das Item geglitscht. Denn das Spiel hat sich jetzt gedacht, so, hey, warte mal, ist das jetzt eine Waffe oder was? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Was ist das jetzt? Und jetzt ist dieses grüne Kraut quasi eine Waffe. Das Spiel glaubt jetzt, das grüne Kraut ist eine Waffe. Wenn ich es jetzt benutze und alles richtig gemacht habe, bleibt es einfach da. Und ich kann es immer wieder benutzen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir ein unendliches grünes Kraut erschaffen haben, das das Spiel als Waffe erkennt. Und das können wir ins Inventar legen, in die Kiste. Wir können das später Chris geben. Es ist alles ganz egal. Wir haben jetzt ein unendliches grünes Kraut erschaffen mit diesem ganz einfachen Glitch am Anfang. Und das funktioniert theoretisch mit absolut jedem Gegenstand im Spiel. Wir können das auch mit Munition machen, wenn wir Bock haben. Ne? Man darf nur nichts aufheben. Man sollte halt was nehmen, was ziemlich früh kommt. Viele sagen auch, okay, wir machen jetzt ein unendliches dreifaches grünes Kraut. Aber halte ich für total unnötig, weil warum denn? Ne? Der Glitch ist super, oder? Weil er so leicht ist. Den kann man easy machen. Und der wurde auch nie gepatcht. Ich glaube, den gab es schon im Original Code Veronica und jetzt eben auch in Code Veronica X. Das ist schon lustig. Und ab jetzt können wir wieder ganz normal unser Inventar füllen, alles machen, ne? Das Kraut geht uns nicht mehr verloren. Es gibt in Japan auch einen Pachinko-Automaten mit Resident Evil, glaube ich. Ja, würde mich stark wundern, wenn nicht. So, jetzt lasst uns mal kurz in die Optionen schauen, ob wir da irgendwie was einstellen können. Oh, Screen Settings. Okay, ich kann es leider nur. Monitor Settings? Ich kann es leider nicht heller machen und ich kann leider die Sprache nicht umstellen. Wir haben jetzt eh nur noch eine Stunde. Lasst uns die Stunde jetzt einfach auf Englisch und so spielen. Man sieht schon was, oder? Ja, es ist nicht so dunkel. Es sind ja auch wirklich dunkle Passagen hier. Und dann
Ja, und dann, was wollte ich sagen? Und da machen wir für heute eh Schluss und bis zum nächsten Mal hoffe ich dran zu denken, dass ich das mal gucke, dass wir es auf Deutsch einstellen und ein bisschen heller hinkriegen. Muss ich wahrscheinlich hier bei Streamlabs machen am besten. Eine Liste von Gefangenen. Mein Name ist am Ende. The escort name is at the end of the document. Also das, der Name der Eskorte, keine Ahnung. Umbrella Medical Paris. Dritte Security-Einheit, Anführer. Rodrigo Julia Juan, ja, wahrscheinlich. Raval. So, das hat jetzt wieder eine ganz andere Tastenbelegung natürlich, wie Survivor, aber da gewöhnen wir uns schnell dran, alles gut. Ach, hier ist auch schon grünes Kraut. Ey, das wusste ich gar nicht, Leute. Hätten wir tatsächlich ein doppelgrünes Kraut machen dürfen? Hätten wir ein doppelgrünes Kraut easy glitchen können? Naja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn ich das grüne Kraut mit einem anderen Kraut mixen würde. Ich kann mir vorstellen, dass es dann tatsächlich kaputt geht. Oder, hey, das, ich muss das schnell versuchen. Ich speichere jetzt schnell, nur um das zu versuchen. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, ja, überschreiben wir ruhig meinen alten Safe hier. Brauche ich nicht mehr. Jo, auch bei, ne, ich kenne das auch sehr gut, also auch bei psychischen Leiden wünsche ich dir natürlich eine gute Besserung. Ist ja auch im Grunde, ne, nichts anderes. Auch nur eine Krankheit. Wenn ich das jetzt kombiniere, behalten wir dann das eine? Oh oh! Oh, tatsächlich. So kann man sein geglitschtes Item also kaputt machen. Wusste ich nicht. Das ist gut zu wissen. Ich gehe noch mal ins Hauptmenü und lade noch mal. Mal gucken, ob es dann wieder da ist. Ich denke schon. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir unser Originalkraut behalten und ein gemixtes kriegen. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Okay, gut zu wissen. Genau, aber da haben wir es wieder. Okay, alles klar. Code Veronica ist ja auch das Resident Evil mit dem absolut mächtigsten Messer überhaupt. Claire ist mit ihrem Messer komplett crazy. Die kann so gut wie jeden Gegner einfach mit dem Messer ziemlich easy killen. Zombies sowieso. Aber auch die Bandersnatch zum Beispiel sind ziemlich anfällig für ihr Messer. Zumindest einzelne davor für Effekt, ne? Das hätte jetzt nicht passieren sollen. Nein! Das ist wirklich gerade der Vorführeffekt. Oh, der Controller hat sich deconnected. Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber nur ganz kurz. So, jetzt hat es funktioniert. Ich glaube, das Feuer hat ein bisschen gestört. Ich übe das nochmal schnell hier bei den Friedhof-Zombies. Weil eigentlich habe ich das sehr viel effektiver in Erinnerung. Genau, so muss das nämlich funktionieren. Einmal auf die Beine hacken und sie fallen um und sind so gut wie tot. Ich weiß nicht, ob das irgend so ein Framerate-Fehler ist, weil es klingt auch komisch, als würden wir ganz oft mit dem Messer zuschlagen, ne? Aber die haben quasi überhaupt keine Chance. Die werden einfach weggemessert von Claire. Der Hackfleisch-hassende Zerhacker. Der Hackfleisch-hackende Zerhackstückler. Claire ist mit dem Messer komplett crazy. Ah, Mist. Er hat mich durchschaut. Aber ja, ihr seht schon. Krasses Messer. Krasses Messer, krasse Claire, unendlich Heilkraut, let's go. Hi Michi, was geht? Okay, dann spielen wir das Spiel jetzt aber trotzdem natürlich ganz normal. Ich habe jetzt nicht vor, dass wir irgendwie einen Speedrun machen oder einen Messerrun oder irgendwie, ne, einen großartig gecheateten Run. Ich möchte die ja quasi relativ normal einfach spielen. Ah! Naja, aber der erste Brände-Zombie war wirklich der typische Vorführeffekt. Bei allen anderen hat es jetzt immer wunderbar funktioniert. Aber der erste hat mich gleich mal ganz schön erwischt.
Oh oh, die Wände. Wände sind natürlich die größten Feinde der Messer. Wie bei Dark Souls. Gerade am Anfang ist es halt echt gut, die Zombies zu messern, weil man einfach sehr viel Munition spart, natürlich. Das ist natürlich großartig. Dann musst du jetzt auch das Spiel nur mit Messer und Heilkraut durchspielen. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, wäre das sogar gar nicht schwer. Weil dadurch, dass wir jetzt ein unendliches Heilkraut in unserem Inventar haben, ne, kann im Grunde nichts mehr schiefgehen. Ich könnte es wirklich rein mit dem Messer spielen. Aber ich glaube, mir macht es mehr Spaß, wenn wir einfach ein bisschen... Ne, am Anfang werde ich jetzt tatsächlich viel messern. Aber je später wir ins Spiel kommen, desto mehr will ich mit ordentlich Karacho rumballern. Ich finde es ja auch einfach schön. Insofern... ja, das will ich mir auch gar nicht nehmen lassen. Was liegt denn da für ein Comic eigentlich? Halb aufgegessenes Essen. Ja, und eine Zeitschrift, die Lives heißt. Okay. Und ein Klo. Ziemlich ekelhafte Flecken. Und ein schrecklicher Gestank. Ich mag Code Veronica. Ich freue mich jetzt echt drauf, das zu spielen. Ich habe mich sehr, also schon von Anfang an habe ich mich jetzt auch auf Code Veronica gefreut. Das Tagebuch eines Gefangenen, 13. März. Dieser Raum stinkt nach Tod. Laut den Informationen, die ich gefunden habe, sind wir weit südlich vom Äquator. Glücklicherweise ist Bob, der unter mir im Stockbett schläft, ein sehr interessanter Typ. Oder so. 16. Mai. Heute hat Bob mir eine verrückte Geschichte darüber erzählt, warum er hier eingesperrt wurde. Bob sagt, er war ein Attendant des Leiters dieser Einrichtung. Dieser Boss namens Alfred hat ihn anscheinend hier aufgesperrt, weil er einen winzigen Fehler gemacht hat. Was hat das zu bedeuten? Was passiert jetzt mit mir? 20. Mai. Ohne Warnung ist eine Gruppe von Militärmenschen gekommen und hat Bob in das Gebäude hinter der Guillotine gebracht. Um Mitternacht. Achso, um Mitternacht schleiche ich mich raus, um nach ihm zu suchen. Ich habe gehört, dass jeder, der in dieses Gebäude gebracht wird, nie wieder zurückkommt. Darüber hinaus sind da diese wirklich großen Plastiktüten, die ständig aus dem Gebäude gebracht werden. Ich bete für Bob. 21. Mai. Ich lag falsch. Ich hätte nicht gehen sollen. Was geht da drin vor sich? Alles, was ich hören konnte, war ein extrem unheimliches Gelächter und die Geräusche und den Klang von Bobs Schreien. I don't know. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Wird mir das auch passieren? Das kann ich nicht zulassen. Ich kann es einfach nicht. 27. Mai. Seit meinem letzten Eintrag sind alle meine Mitinsassen nach und nach in das Gebäude gebracht worden. Ich weiß, ich bin der Nächste. Es ist offensichtlich, dass wir hier sind, um Alfred als Versuchskaninchen zu dienen. Es gibt keinen Weg hier raus. Was soll ich nur tun? Naja, wahrscheinlich nicht viel, befürchte ich. Attendant? Was ist denn das deutsche? Ich glaube, es gibt Attendant. Das ist ein normales deutsches Wort, Attendant. Oder nicht? Ich wette mit dir. Ich google das jetzt. Ich glaube, Attendant gibt's. Okay, wenn ich das eingebe, gibt's erstmal nur Englisch. Ich dachte, das gibt's auch im Deutschen, das Wort. Begleiter, Wärter, Aufseher. Ich hätte schwören können, das Wort gibt's auch im Deutschen. Attendant. Ich glaube, das gibt's auch. Ich behaupte es weiterhin, auch wenn ich nichts dazu finde. Wie lautet die Übersetzung von Attendant im Deutschen? Attendant. Ich kenne das Wort. Aber wirklich ohne Witz, ich kenne doch das Wort Attendant. Naja.
Hoffentlich bringt Holy mal für dich eine Special Edition. Bird Rider Holy mit Drachenfrucht oder so. Wäre cool. Fände ich auch lustig, aber da müsste mein Kanal, glaube ich, noch sehr viel größer sein und sehr viel mehr Leute mich kennen und Holy bei mir bestellen, damit das Sinn macht, natürlich. Aber wäre natürlich super lustig. Würde ich mir was Cooles überlegen als so weirde Geschmacksrichtung. Vielleicht Attendantengeschmack. Dass die immer gegen die Wand haut, nachdem sie in die Beine gehackt hat, ne? Das ist wahrscheinlich irgend so ein Auto-Aim-Ding. Ah! Mit den ganzen Schlägen gegen die Wand fühlt sich das gerade tatsächlich eher ein bisschen wie Dark Souls an hier. DJ-Kubuhan ist jetzt ein Bird Rider. Yes! Dankeschön, DJ Kubuk-chan, für ein Sub. Das freut mich sehr. Super nett von dir. Mega nice, dankeschön. Ich weiß das sehr zu schätzen. Nimm doch jetzt die Munition. Ich bringe aber auch dauernd die Lauf- und Interaktionsknöpfe durcheinander, weil eben, ne, genau andersrum waren sie bei Survivor gerade eben noch. Ja, die Messer-Claire ist einfach krass. Was soll man sagen? XX-Puzzles XX-Let's Play ist jetzt ein Bird Rider. Captain Smoke, dankeschön für dein Subgift. Super cool von dir, freut mich sehr. Dankeschön. Mega nice. Blaubeer-Käsekuchen-Geschmack. Oh Gott, warte mal, da ist ein neuer Gegner. Oh Gott, ich sollte nicht so in den Chat gucken. Aber die Türsequenzen sind halt so gute Pausen, wo man mal schnell drüber gucken kann, ne? Aber dann sowas, das ist natürlich ungünstig. Vermutlich heißt es Adjutant. Das kommt mir auch bekannt vor. Vielleicht meine ich das, ich habe keine Ahnung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alles verenglischt wird. Tja, Blaubeerkäse, das klingt so nach hier Gönnerchi. Da gibt es doch Käsekuchengeschmack und Blaubeergeschmack. Ich habe jetzt mal alle Gönnerchis durchprobiert, weil es mich schon interessiert hätte. Und ich finde Käsekuchengeschmack auf jeden Fall mit Abstand der beste. Aber ich mag die alle nicht so. Die sind mir zu süß, zu intensiv irgendwie. Aber war schon witzig, die mal durchzuprobieren. Vor allem gar nicht so leicht zu kriegen. Mit Tintenfischgeschmack. Oh Gott, das finde ich sehr eklig. Mit Hähnchen-Tintenfischgeschmack, ja. Wenn die das vegan hinkriegen, wäre es auf jeden Fall eine spannende Geschmacksrichtung. Hähnchen, Tintenfisch und grüner Tee. So werde das schmecken. Priest Mickey, vielen, vielen, vielen Dank für die 2 Euro. Dankeschön. Freut mich sehr. So, komm her. Auf die Beine! Nimm in den alten Vollerteilen was immer in die Augen. Und hier ist es jetzt in die Beine. Ja. Aber die fallen irgendwie nur mit einer Rate von, ich würde mal sagen, 80% oder so. Manchmal erwischen sie einen. Aber ehrlich gesagt, wenn man auf die schießt, erwischen sie einen manchmal auch. Also immer noch gut. Ach komm, warum? Ne, während sie fallen, irgendwie sind es diese Schnitte, während sie umfallen, da spielt der Sound verrückt und ich habe das Gefühl, das killt die auch komplett. Also irgendwas ist da einfach weird. Ich glaube, dass das ein Bug eigentlich ist, dass das Messer so super mächtig ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Tana0S ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön, David22, für dein Subgift an Tana0S. Super nett von dir. Freut mich sehr. Nee, ich will der gar nicht mehr. Ich habe mich verdrückt. Habt ihr gesehen, was der gerade für einen Boost in meine Richtung gemacht hat?
Der kleine Cheater-Zombie. Der kriegt's jetzt hier mit dem Messer. Der kriegt Stiche. Claire kennt da gar nichts. Das sind schon die krassesten Resident Evil-Figuren überhaupt, glaube ich. Ne? Wir sind jetzt gerade hier von Ark Thompson, der einfach mal 5 Tyrants mit der Handgun erschießt, hin zu Claire, die einfach mit ihrem Messer ganze Zombie-Armeen niedermessert. Das sind schon einfach heftige Leute hier. Ich vergesse immer, oh nein, ich wollte gerade sagen, diesmal vergesse ich es deswegen nicht. Ich vergesse jedes Mal, dass man auch das Feuerzeug in die Metalldetektorbox legen muss, natürlich. Muss ich hier überhaupt schon hin eigentlich? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist egal. Wir finden es schon raus. User Manual. Ich glaube, das muss ich nicht lesen. Ach so, doch, das ist wirklich in-game. Die Anleitung für den 3D-Drucker. Okay. Hey, als ich damals den 3D-Drucker, als das Spiel rauskam, als ich da gelesen habe, hier 3D-Drucker und kann Objekte und sowas 3D-drucken, dachte ich mir, was ist denn das für ein Science-Fiction-Quatsch plötzlich? Das kommt so out of nowhere, als ob sowas wirklich geben würde. Und tatsächlich werden in der Industrie, glaube ich, 3D-Drucker schon seit den 70ern oder sowas benutzt. Aber damals war das für mich voll so Science-Fiction, dass man da irgendwann eine Medaille einlegt und dann macht er eine Kopie. Okay, das 3D-Scannen von so einer Medaille, das ist vielleicht wirklich ein bisschen Science-Fiction. Weiß ich nicht genau. Aber ja. Ihr freut mich, dass ihr es mal live geschafft habt. Holy Cow und Aruru. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal die 2 kurzen Videos zu Code Veronica Beta angesehen, wo die Klamotten von Claire, sobald ein Zombie sie packt, leicht zerrissen werden. Ah, okay, okay. Das wusste ich gar nicht. Tja, okay. Unser neues Produkt, der 3D-Duplikator, besteht aus 2 Teilen. 3D-Scan-Up-Teil. Dieser Teil scannt 3D-Objekte. Ja, okay. Ich wollte einfach nur gerade klugscheißen, dass es nur 3D-Objekte gibt, weil es kann nichts zweidimensional in unserem dreidimensionalen Raum sein, ne? Selbst so ein Blatt Papier, aber... Es ist mir jetzt egal. Simply einfach das Material, das gescannt werden soll, in den Scanner legen. Das zu scannende Objekt wird dann in 3D-Daten aufbereitet, die dann transferiert zum Duplikator rübergeleitet werden. Duplikator-Teil, das Material, das man converted haben will, soll man hier in die Maschine legen. Hier wird dann dieses Material wird dann aufgrund der 3D-Daten aus dem Scanner angepasst. Yay! V-I-G-G-E-S ist jetzt ein Bird Rider. V-I-G-G-E-S! Vix, dankeschön für dein Sub. Freut mich riesig. Super cool. Schön, schön, dass ihr alle da seid und reinsubbt und Spaß habt. Ich freue mich riesig. Die Umwandlung wird ausgeführt mit kompletter Akkuranz, mit Genauigkeit. Das Resultat wird ein Objekt sein, das exakt dem Original entspricht. Accuracy, Akkuranz, klingt mega weird und falsch. Aber es könnte ein richtiges Wort sein, die Akkuranz. Das Akkurate. Die Akkuratheit. Mit höchster Akkuratheit. Vielleicht, ne? Keine Ahnung. Naja, wir werden es vielleicht nie erfahren. 3D. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Nicht mal in meinem Video zu allen geschnittenen Inhalten von Code Veronica ist mir das untergekommen mit der Beta. Akkurantendent. Ja, genau. Akkurantendent. Das ist das Richtige. Akkuranz, ganz klar ein deutsches Wort. Substantiv ist aber der Akkurant.
Was? Substantiv? Das Substantat? Fax der Einrichtung für die Applikation. Stellen Sie sicher, dass die Verifizierung des Inhalts dieser Einrichtung Zugriff zur Applikation hat, was? Und fügen Sie den Applikantennamen hinzu auf die erwartete Besucherliste. Chief Prison Guard Room Paul Steiner. Hierbei apply for, ich beantrage hiermit die Erlaubnis, den Gefängnisbereich D zu besuchen. Details folgen. Besuchername Carl Grisham. Grund des Antrags oder des Eintritts oder wie auch immer, bitte füllen Sie die folgenden Punkte aus. Neue Produktprobe für das Material, für die Metallindustrie Corporation TG01. Verschiedene tägliche Standardbefehle des Gefängnisses. Ich verstehe die Notiz überhaupt nicht. Notiz: Erstens, ich werde den Transporter-Truck benutzen. Zweitens, TG01-Probe wird in dem dafür vorgesehenen Koffer eingesperrt. Dankeschön. Okay, wir haben im Grunde aus diesem kryptischen Dokument gerade den Tipp bekommen, dass wir einen Koffer finden müssen. Fertig. Für unseren 3D-Drucker. Trinken nicht vergessen. Du hast recht, Frankie Tanky. Prost. Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Bogas ist krass, ja. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Ja, mach das gerne, Albert Wesker. Das würde ich mir gerne anschauen. Thanks. I'll do that. War mir echt nicht bekannt. Hey, I was just kidding. Ey, Kups, freut mich, dass dir Holy so schmeckt. Vanille-Himbeer finde ich auch sehr, sehr cool und sehr intensiv irgendwie auch. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. Er ist so eine beleidigte Leberwurst, ne? Egal, immer. Aber er ist auch voll in der Pubertät, ne? Wie alt ist der? 17 oder so? Das Hawk-Emblem. Eine E-Mail an Leon, die bereits verschickt wurde. Ein Lock-Release-Device. Das drücken wir mal. Tada. Die Tür ist leider blockiert von der anderen Seite. Dann gehen wir zurück. Ich fand beim ersten Mal spielen die Passage super gruselig, weil die einem alle Waffen nehmen und es ist so, Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt wohl? Das wird voll gemein, ich muss wahrscheinlich weglaufen. Aber in Wirklichkeit ist das alles super chillig eigentlich. Kann ich hier jetzt eigentlich die 3D-Medaille schon einlegen oder muss ich die in die Metallbox tun? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, ich habe das schon verstanden, Rechner, lass mich in Ruhe. Steve sieht aus wie aus Galerians geklaut. Das sagt mir nix. Der E-Mail steht bestimmt drin, beantworte diese 10 Fragen oder es wird 10 Jahre lang Zombie-Apokalypse auf dich zukommen. Ja, schick diese, wahrscheinlich so eine Kettenmail, schick diese Nachricht an 10 Personen weiter, unter anderem Chris, bitte. Ansonsten werden dich 10 Jahre lang Zombies beißen.
Moment mal, habe ich was vergessen? Sollten jetzt nicht irgendwie Zombies durchbrechen oder kommt das später erst? Genau, so. So. Gut, let's go. Google mal das Cover von Galarians. Okay, wartet, kann ich machen. Oh, ja, du hast voll recht. Er sieht voll aus wie Steve. Das stimmt. Sogar das Halsband, sogar das weirde Halsband. Hier. Oh. Was ist denn jetzt? Warum wird das plötzlich so klein und so weird? Aber ihr seht schon, oder? Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Um Gottes Willen. Okay, ihr habt es gesehen. Ich weiß nicht, es geht gerade alles drunter und drüber hier. Machen wir es wieder weg. So. Aber das stimmt voll, ja. Warum verhält sich das gerade so weird? Ganz, ganz komische Fenster, Windows-Fenster-Physik-Glitch, den ich hier habe. Mega seltsam. Okay. Nein, ich möchte mein Menü. Alle Tasten sind anders. Oh, ich glaube, hier nehme ich ganz kurz die Pistole in die Hand, ne? Weil hier ist zum ersten Mal, glaube ich, ein Sprengfass. Das will ich auch nutzen. Das habe ich versemmelt, leider. Nein, ich habe es geschafft. Yay. Aber leider habe ich nicht alle erwischt. Dammit, Arsch. Ich habe mir wieder einen Brennenden. Nach unseren Experimenten bin ich mir echt nicht sicher, ob Brände irgendwie immun gegen Messerstiche in die Beine sind. Aber zumindest nicht immun gegen Messerschaden grundsätzlich. Einen haben wir noch. So, Claire ist einfach krass. Feuerlöscher, bam. Hier ist nichts drin, oder? Das ist nur Dekoration. Und hier können wir auch aktuell nicht weiter. Ah, aber wir hätten hier einen Schlüssel. Moment mal, das Gute ist, ich kann hier jetzt einfach, weil es eh wurscht ist, kann ich das Kraut hier einfach verschwenden. Teuflisch. Okay, cool. Dann löschen wir jetzt mal den Hubschrauber, würde ich sagen. Gehen wir auf den Friedhof der unendlichen Gegner. Ich befürchte, vorher müssen wir ein bisschen mit Hunden spielen. Pubertät und Gehirn passt nicht zusammen, daran lassen die Zombies ihn wahrscheinlich, ja. Die nehmen gar nicht wahr, dass der ein köstliches Gehirn hätte. Wie der gerade über mich drüber gesprungen ist. Nochmal! Hey, komm, Hund. Lass uns eine Show draus machen, eine Zirkusshow. Wir machen das so gut. Das war bestimmt ein Zirkus-Akrobatik-Hund. Unglaublich. Unglaubliche technische Ausführung. 10 von 10 Punkten für diese eleganten Sprünge. Ah, warte mal. Ich glaube, ich hätte die Abkürzungstür schon öffnen können, oder? Egal. Das ist ein infizierter Zombie-Hund, keine Sorge. Ich kann keine Videospiele mehr spielen, es ist wirklich so, die irgendwie Gewalt gegen Tiere darstellen. Leider Monster Hunter, früher eine meiner liebsten Reihen. Ich kann es nicht mehr spielen, weil mir diese super coolen, schönen Dinosaurier-Drachen so leid tun. Es ist wirklich schlimm, aber bei Zombies geht's. Die sind bestimmt, die haben kaum noch Hirnaktivität. Das sind bestimmt nur
böse Fressmaschinen, dass die so winseln müssen, wenn man die umbringt, das tatsächlich, das tut mir auch leid. Ich hoffe, das ist nur eine, weißt, ich glaube, das ist nur so eine Reaktion, die aus ihrem lebenden Zustand mitgenommen haben. Aber ich glaube, die empfinden keine Schmerzen mehr. Zombies wirken nicht so, als ob die Schmerzen empfinden. Sonst würden die nicht dauernd so brennend rumlaufen und ne, wirken so, als ob sie ihnen scheißegal wäre. Außerdem ist die Haut das Erste, das abstirbt und damit wahrscheinlich auch die Nerven in der Haut. Also das Erste ist erstmal Teile des Hirns natürlich. Aber dann kommt die Haut. Beziehungsweise der starke Juckreiz, ne? Der geht vielleicht sogar schon früher los als die ersten Gehirnverfall. Ja, man weiß es nicht. Da ist die Resident Evil Reihe auch nicht ganz klar, ne? Die Infektion wird manchmal auch ein bisschen unterschiedlich beschrieben. Ich gehe halt da immer nach dem Tagebuch des Wärters aus Resident Evil 1. Das ist für mich die Referenz, wenn es darum geht, wie der T-Virus genau funktioniert und wie er sich entwickelt. Also der Verlauf so einer Infektion. Und im Endeffekt rede ich mir das alles nur ein, damit mir die Hunde nicht leid tun und ich das Spiel mit gutem Gewissen spielen kann. Ah, Inventar ist so voll. Ich muss mal schnell gucken. Können wir irgendwie schnell was machen dagegen? Meine Nase juckt so stark. Es ist voll unangenehm. Hier, ich muss schnell nochmal zurücklaufen und den Padlock-Key benutzen. Und das Blöde ist, wahrscheinlich sind am Friedhof wieder Zombies, wenn ich zurückkomme. Mega nervig. Aber okay, ich hab's vergessen. Ja genau, itchy tasty. Oh oh, und mich juckt die Nase. Dammit. Das ist das erste Anzeichen. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Salat. Na wunderbar. Als erstes verlieren die Genitalien. Ich weiß nicht, ob das das erste ist, aber anscheinend schon, ja. Wie man hier sehen kann. An den nackten Zombies immer. Aber die brauchen die auch nicht mehr. Nein, du bist voll der gemeine Cheater. Wie schnell kannst du dich bitte umdrehen? Das kann doch überhaupt nicht sein. Ohne Witz. Voll unrealistisch. Der hat auch den 180-Grad-Wenden-Knopf einfach, ne? Die haben sich gedacht, okay, Claire kriegt den, bauen wir einen in das Spiel, aber dann kriegen den die Zombies auch. Das ist so eine Fähigkeit, das haben einfach alle Menschen so, ne? Diese 180-Grad-Wendung ist wirklich voll gemein. Die Zombies sind fast gefährlicher, wenn die mich nicht ansehen, als andersrum. Zumindest für Nahkampf. Ach, come on. Meine Nase juckt auch oft, wenn ich aufnehme. Total komisch. Ich habe die Theorie, dass das irgendwie mit dem Popschutz zusammenhängt. Ne? Der ist ein bisschen staubig, da sind auch Katzenhaare drauf. Und dann rede ich rein und mit jedem Sprechen puste ich mir selber ein bisschen Staub in die Nase, vermutlich. Vielleicht sollte ich den mal öfter absaugen. Oder so. Weiß ich nicht. Okay, nehmen wir den Koffer. Briefcase. Den Briefkasten nehmen wir. Gut. Und wenn mich nicht alles täuscht, brauche ich aber erst noch mein Schlossknackutensil. Nee, warte mal, können wir den einfach so öffnen? Ja, den können wir einfach so öffnen, gut. Ta-ta-ta-ta-ta. TG01 wurde im Briefkasten gefunden. Es ist auch ein erklärendes Dokument dabei. TG01. Danke für Ihren Support dieses Produkts. Wir haben hier Technologie gesammelt, die voll super ist, um unser Antimetall Detektor Metall TG01 zu erschaffen. Das wird nicht von Metalldetektoren erkannt. Es kann nicht von Röntgenographie Immigration gecheckt werden. Danke für diese Information, das war mir sehr wichtig. Und es ist leicht und trotzdem stabil. Wir planen hier, das für Waffen zu benutzen und wir haben hier eine kleine Probe, die ihr euch mal anschauen könnt. Wir freuen uns schon drauf.
von ihm zu hören und die Möglichkeiten dieses Metalls sind echt gut. Warum geht der Controller dauernd aus? Der hängt sogar am Kabel. Hört's auf. Metall Industrie Corporation Chief Development Planning Charles Redhill. Sodala. Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dann gehen wir zurück zum 3D-Drucker. Und ihr bleibt jetzt mal liegen, verdammt. Immer diese nackten Zombies, die einfach nicht sterben. Die nerven mich schon seit Resident Evil 1 einfach. Das sind die Nerven, dass die Nase so juckt. Hey, apropos Nerven und Nase jucken. Ich muss noch mal ganz kurz eine Pinkel. Ich habe zu viel Hauli getrunken, seit der Stream läuft. Ich bin sofort wieder da. Eine Minute. Ganz kurze Pinkelpause. Ich lasse euch das entspannende Regengeräusch laufen. Das kommt von der Elektrostatik, wenn man zu nahe am Bildschirm sitzt. Auch eine interessante Theorie, aber ich glaube, da müsste man schon sehr nahe vom Bildschirm sitzen, dass die Nase davon kribbelt. Okay. Nee, hör auf jetzt. Hier, bam, let's go. Es ist wirklich sehr dunkel, ne, das Spiel. Die beste Szene, wo ein Mensch verfault und langsam seinen Körper verliert, das war bei Die Fliege mit Jeff Goldblum. Die Fliege ist wirklich gut. Das ist wirklich auch immer noch, finde ich, ein guter Film. Diese langsame Verwandlung von Jeff Goldblum ist echt schön dargestellt. Und ist vielleicht jetzt nicht mehr der gruseligste Horrorfilm, ne? Aber es ist noch sehr guter Body-Horror. Ich mag diese plastischen Effekte, ne, diese Nicht-CGI-Effekte auch total gerne in dem Film. Ich finde, die haben das sehr schön gemacht. Ich mag den Film wirklich gerne. War ja auch obviously eine große Inspiration für die Chimera aus Resident Evil 1 und viele andere insektenartige humanoide Monster aus der Resident Evil-Reihe, die dann noch gekommen sind. Warte mal, was? Ach ja, Feuerzeug. Ah, oh, ich hasse es. Immer wieder. So, können wir jetzt bitte hier den Alarm wieder ausmachen? Komm, Veronica sollte eigentlich der dritte Teil sein, genau, nach allem, was man weiß. Hat halt Sony vertraglich quasi darauf bestanden, dass die eine Trilogie kriegen. Aber eigentlich hätte schon der Dreamcast-Teil als zu Next-Gen-Teil der dritte sein sollen. Und Nemesis der Spin-Off, ne? Dann hat halt Capcom gesagt, ja komm, YOLO, machen wir halt einfach aus dem dritten Teil den Spin-Off und aus dem Spin-Off den dritten Teil. Dann haben wir keine vertraglichen Probleme und alle sind glücklich. Und deswegen zählt ja Code Veronica auch bis heute zur Hauptreihe, ganz offiziell.
ist der einzige Titel ohne Zahl im Namen, der wirklich als Hauptteil gilt von Seiten Capcoms. Ja, und ich meine, fühlt sich auch wie ein Hauptteil an, ne? Wäre auch komisch, wenn Code Veronica ein Spin-Off wäre, weil es ist halt einfach ein ganz normales Resident Evil. Duplication complete. Dankeschön. Oh, oh. Was höre ich da? Das ist schon ein bisschen gemein auch die Stelle, ne? Weil man auch an den Leichen hängen bleiben kann und so. Also die Leichen eben nicht, sondern die Liegenden einfach. So. Hä? So, jetzt. Feuerlöscher, Messer. Schon langsam wäre eine Kiste schön, muss ich sagen. Aber es dauert. Ich glaube, in der Training Facility kriegt man jetzt zum ersten Mal eine Kiste, wenn mich nicht alles täuscht. Ist jetzt die Medaille für die Tür oder für die andere Tür? Ich glaube für die andere Tür, ne? Ja, nee, genau. Nee, nee. Okay. Findet man hier nicht auch was? Die Guillotine wurde vor kurzem erst benutzt. Das Blut ist frisch. Nö. Okay. Gehen wir. Gehen wir. Ich habe damals gedacht, nach dem Flugzeug, genau, kommt das Ende. Ja, voll. Ich auch. Und das hat mich so mindgeblown, ne? Dass dann, nach dem vollwertigen Resident Evil Spiel, nochmal ein vollwertiges Resident Evil Spiel kommt. Einfach so zwei Resident Evils direkt hintereinander. Die natürlich viel recyceln und so, aber das war schon ziemlich awesome. Im Endeffekt haben sie es halt quasi so gemacht, dass das A- und B-Spiel zu einer Story gemacht wurden, wenn man so will, ne? Aber das macht Sinn. Dadurch fühlt sich das viel größer und viel wertiger an. Ist ja auch eines der längsten Resident Evils überhaupt. Also, vor allem, wenn man nach den klassischen geht. Komm, Claire. So leicht verletzt rumlaufen haben wir doch nicht nötig. Bam. Nein, nicht hoch. Was ist los? Schieben. Einfach nur schieben. Danke. Wir machen jetzt dann Schluss. Im Grunde wahrscheinlich überziehen wir ein bisschen, weil ich erstmal in den nächsten Safe Room kommen muss. Oder will. Ich will jetzt nicht zurückgehen. Aber im nächsten Safe Room machen wir Schluss. Der kommt jetzt dann, glaube ich, bald, ne? Da oben rechts. Gucken wir mal. Hinten unten. Aber morgen 18 Uhr, ihr wisst Bescheid, Silent Hill 1 Stream. Freue ich mich auch schon drauf. Nee, die Hunter. Ja gut, nee. Kann man, glaube ich, so nicht sagen, dass die Hunter eine Weiterentwicklung vom Lurker-Frosch sind. Die Hunter sind ja quasi, also die Lurker waren die ersten Experimente mit Amphibien, wo aber wirklich einfach nur Frösche mit dem T-Virus infiziert wurden, sonst eigentlich nichts, während die Hunter ja Hybridwesen sind. Da wurden ja Embryos quasi mit Hilfe des T-Virus wurde denen erfolgreich Reptilien-DNA eingepflanzt. Aber das ist vom Prinzip her nochmal ganz was anderes. Aber die Hunter sind quasi die Prototypen für die Hunter Beta und Hunter Gamma. Und die Hunter Gamma sind die ersten Reptilien-Experimente von Umbrella seit den Lurkern, weil die Lurker so ein Misserfolg waren. Die sind ja auch irgendwie scheiße. Kann ich verstehen, dass Umbrella da Amphibien erstmals Fehlschlag gewertet hat. Ne, wer kann es denen verübeln? Ach so,
so, genau, stimmt. Ich war gerade komplett falsch gewickelt. Wir sind jetzt hier in der Training Facility. Das, was ich meine, ist das Anwesen oben auf dem Berg. Na, ist egal. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier jetzt großartig was machen können. Hey, Löffelkreis, dankeschön. Dir auch frohe Weihnachten. Schon mal. Werd dieses Jahr wohl keine Zeit mehr haben zum Schauen. Ja, cool. Danke, dass du nochmal vorbeigeguckt hast, um Hallo zu sagen. Und schon mal Weihnachten und neues Jahr. Dir auch, ne? Auch schon ein schönes neues Jahr, falls wir uns nicht mehr lesen, hören, sehen, wie auch immer. Nein! Hat er mich doch noch erwischt. Ich dachte, ich kann hier den Triple Guns machen. Oh, die Pfeile machen jetzt gerade mein ganzes Inventar voll. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt so sinnvoll ist, hier großartig weiterzugehen, ehrlich gesagt. Hunter springen wie Frösche. Ja, okay, das schon. Was? Erstens, warum spuckst du Säure? Und zweitens, warum fällst du nicht um, ey? Eine Sauna. Ich kann ja hier schon mal die Gegner umbringen, aber das Wasserrätsel... Ah, ich glaube, ich kann es eh noch gar nicht lösen, ne? Ich brauche da eh eine Kurbel. Ich schau mal kurz. Ach nee, hier ist eine Kurbel. Okay. Was bedeutet das rote Kreuz auf der Karte? Da muss ich nochmal nachgucken. Das weiß ich gar nicht. Beim Hunter hat man Lurker mit Menschen gekreuzt. Nee, nee. Beim Hunter hat man Reptilien, einfach nur Reptilien-DNA mit Menschen gekreuzt. Das sind keine Amphibien, das sind Reptilien. Also so Krokodile oder sowas. In der Art eher. Hat der Gravedigger in Teil 3 Remake nicht gefehlt? Ja, ja, genau, der hat gefehlt, leider. Ärgerlich, dass wir das jetzt nicht mitnehmen können, aber ich habe jetzt auch nichts, was wir dafür irgendwie rausschmeißen können. Ne? Ich muss jetzt einfach eine Kiste finden und dann müssen wir nochmal hierher kommen. Hilft nichts. Das ist aber nicht sehr höflich, dass der Zombie Claire einfach ankotzt. Ich glaube, der war einfach zu lange in der Sauna. Ich meine, guckt euch das an, der hat schon keine Haut mehr vor lauter Saunen. Der war einfach zu lange da drin, ein bisschen viel Hitze abbekommen. Das matschige Zombiehirn ist noch matschiger geworden. Hauptsache, wir finden 1 Milliarde Armbrustbolzen. Leider ist die Code Veronica Armbrust, finde ich, bei weitem nicht mehr so cool wie die Resident Evil 2 Armbrust. Die macht dich viel lieber mit ihrem Triple-Schuss und so. Naja. Ich habe ein kurzes Beta-Video von Code Veronica per Privatnachricht im Discord geschickt. Genau, super, danke. Ach so. Ja, okay, passt. Dankeschön. Ich glaube, das dürfen nur... Ne, da muss man ein bisschen auf dem Server aktiv sein, damit man Links posten kann. Ja, genau, deswegen geht das wahrscheinlich nicht. Jawohl, drucken wir uns die Karte mal. Guck beim Hinfallen, ne? Das waren gerade irgendwie mindestens 3 Stiche auf einmal. Einmal Torso und beide Beine. Irgendwie gehen während der Hinfallanimation die Hitboxen der Zombies kaputt. Und das macht das Messer so mächtig, glaube ich. Und natürlich, dass die sehr empfindlich sind, wenn man die Beine attackiert. Dafür ist der Türrahmen hier gerade nicht unser Freund. So. Wir brauchen einen Schlüssel. Okay, gehen wir mal. Das ist ja auch, ne, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das erste und ich
lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, einzige klassische Resident Evil ohne vorgerenderte Hintergründe. Weswegen man dem Spiel damals auch nachgesagt hat, dass es irgendwie nicht mehr so gut aussieht. Gerade im Vergleich zum Resident Evil 1 Remake und Zero, die ja auch recht zeitnah miteinander erschienen sind. Dafür hat man hier halt eben so Kamerafahrten. Aber ja. Okay, müssen wir später nochmal kommen. Gehen wir erstmal geradeaus die Treppe hoch und dann können wir speichern. Oder gehen wir da noch schnell hoch? Gehen wir nochmal schnell hoch. Ich glaube, da können wir aber auch noch gar nichts machen aktuell. Ist die größte Schwäche der Zombies nicht das Hirn? Nicht in Code Veronica. In Code Veronica ist die größte Schwäche sind die Beine. Ich brauche ein Code Veronica Remake. Das wäre der Teil, den ich am ehesten neu aufsetzen würde. Ja, ich finde es super cool. Und ich finde es auch nicht unrealistisch. Ich habe ja mal ein Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, warum ich glaube, dass wir kein Code Veronica kriegen werden. Aber ich halte es für möglich. Ich halte es sogar für wahrscheinlich. Und ich würde mich auch mega freuen. Memo über die Passnummer. Die Notfalltürschlüsselsystem in der Biologie-Experimentalraumabteilung kann mit 4 Stellen abgeschaltet werden. Ich hoffe, du hast sie nicht schon wieder vergessen. Ich habe gerade erst einen Befehl bekommen, das System, der Systemadministrator hat uns gesagt, wir sollen den Code immer wieder mal ändern. Was mich wirklich nervt, ist der ständige Verlust von wichtigen Memos. Pass, also Codenummern oder sogar Chemikalien. Also um das Problem zu lösen, bin ich mit einer Idee aufgekommen oder so ähnlich. Du weißt, das rote menschliche Skelettbild im Hintergrund des Büroraums. Ich habe die Nummern auf dieses Bild geschrieben. Wenn du die Memo mal verlieren solltest, look einfach auf das Bild. Schau einfach auf das Bild. Ich hoffe, ich denke, du wirst diesen Notfallpassnummer nicht brauchen. Aber nur für den Fall der Fälle. Jetzt weißt du's. Nimm's leicht, Mr. Careless. Aber leider können wir das von hier nicht erkennen, weil es zu klein ist. Tja, schade, schade. Dann gehen wir wohl erstmal wieder. Hallo, Bimpanse, was geht? Nicht, dass uns eine Art Operation Raccoon City erwartet, dass es ein Spiel gibt über einen Monster Squad aus Village. Ha. Ja, keine Ahnung. Mit diesen Multiplayer-Geschichten, diese Multiplayer-Expeditionen im Resident Evil-Universum, da verstehe ich hier nicht so ganz, was Capcom eigentlich möchte. Ich weiß nicht genau, was deren Plan ist und warum die unbedingt irgendwie anscheinend ein Code Veronica machen wollen. Code Veronica. Ich bin so durch. Ein Multiplayer aus dem Resident Evil Universum, was einfach noch nie funktioniert hat. Warum ist der so unfallimmun? Der hat doch nur einen Bauarbeiterhelm. Vielleicht hat er auch Knieschoner oder sowas. Manche sind schon ein bisschen zäh, was das Umfallen angeht, ne? Was für ein Arsch. Was, wir sind immer noch fein? Das ist aber nett von dem Spiel. Ja, komm, hauen wir den auch noch um, wenn wir schon dabei sind. Hier müssen wir noch öfter durch. Die nerven nur. Okay. Let's go. Ach so, das Kreuz, rotes Kreuz auf der Karte, ne? Habe ich ganz vergessen. Schauen wir mal schnell. Ich weiß nämlich wirklich gar nicht, was du meinst gerade. Ich sehe hier keine... Ich sehe hier...
auch kein rotes Kreuz, deswegen. Meinst du das da? Das bedeutet, dass die Tür nur in eine Richtung durchschreitbar ist und in die andere verschlossen. Wenn du die rote Tür da meinst. Das wird das gewesen sein, oder? Wahrscheinlich. Wie sagst du denn... Das ist ja bei vielen Wörtern so. Wie sagst du denn zum Chiemsee? Sagst du da auch Chiemsee? Klingt für mich mega weird. Ich finde aber auch Chemikalie weird. Ja, ist halt Dialekt. Ist halt in verschiedenen Bereichen im deutschsprachigen Raum unterschiedlich, wie manche Wörter ausgesprochen werden. Chemie. Und nicht Chemie. Für mich. So. Das können wir auch nicht mitnehmen. Brauchen wir aber auch aktuell gar nicht. Kommt eigentlich. Nee, noch nicht. Chiemsee, ne? Bei Chiemsee sind wir uns aber einig, dass wir das schon mit K sprechen. Da bin ich mir einmal auch nicht sicher, ob man das auch anders aussprechen könnte. Ob es Leute gibt, die Chiemsee sagen oder so. Man weiß es immer nicht. Chiemsee, Chemie. Was ist noch sowas, dass ich auch in meinen Videos immer mit K spreche, wo ganz viele immer schreiben, aber da spricht man CH aus. Wo ich immer sage, nee. Punkt. Ende der Diskussion. Ich weiß es selber nicht mehr, was es ist. Egal. China, genau, China ist es. Das Knüttel, China. Danke, das ist es. In den Fallout-Videos kommt das öfter zur Sprache, ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss mit Code Veronica. Cool, dass wir jetzt bei Code Veronica angekommen sind. Ich habe Bock drauf, macht mir Spaß, das Spiel. Ist auch noch sehr vertraut, ne? Teil 1 und 2, die Originale, habe ich ja wirklich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt und den dritten sogar noch nie so richtig, würde ich sagen. Verzeihung, aber Code Veronica ist noch nicht so lange her, dass ich das gespielt habe und auch immer wieder mal, das kenne ich noch ein bisschen besser. Nicht so, dass ich es auswendig kennen würde. Ich denke mir immer wieder, ah ja, genau so war das. Aber da kommen wir noch gut durch. Coolio, Leute, dann danke, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für die Abos, für die Follows, für die Bits, für die super, wie heißt es auf YouTube, Super Chats. Danke dafür, super nett von euch, hat mich riesig gefreut. Und wir hören uns dann hoffentlich morgen um 18 Uhr wieder, wenn wir nach Silent Hill reisen. Das Spiel, das gemeinsam mit Dino Crisis und Resident Evil 3 im gleichen Jahr erschienen ist. Was schon cool ist. Ein crazy Jahr für Survival Horror. Bis morgen dann. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.